Hallo zusammen, ich bin's Raphael. Ich habe was Warmes von außen angezogen und ich habe was Warmes für innen. Okay. Ich habe es mir hier also gemütlich gemacht, bis auf diese kalte Brühe hier. Naja, gut. Und ich wollte mal wieder eine FAQ machen. Das heißt, eure Fragen beantworten. Ich hatte vor ein paar Wochen eine Umfrage gemacht. Die Umfrage ging so halb-halb aus, aber es waren so tolle Fragen dabei, dass ich dachte, das wäre ja schade, wenn ich nicht darauf antworte. Also machen wir hier mal wieder ein FAQ-Video, in dem ich eure Fragen beantworte. Es geht also nicht darum, dass ihr euch Themen wünschen könnt oder so, sondern es geht darum, dass ich eure Fragen beantworte. Und ich möchte auch wieder zwei Leute grüßen, und zwar den Wolfgang Diepenbrock und den Benjamin Will. Beide unterstützen mich auf meiner Patreon-Seite. Vielen Dank dafür. Wir springen rüber und machen mal die Fragen auf. Die erste Frage von Jonas: Wie viel Zeit pro Tag, Woche verwendest du mit Schachtraining? Welchen Beruf hast du? Ich bin gelernter Drucker, habe dann Druck- und Medientechnologie studiert und bin Druckingenieur. Und in der Funktion bin ich angestellt und berate Verlage dabei, wie sie ihre Bücher produzieren können. Wie viel Zeit pro Tag, Woche verwendest du? Das ist natürlich immer schwer zu sagen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Im Schnitt ist es 1 Stunde pro Tag, die ich mit YouTube verbringe. Kommentare beantworten, Screenshots vorbereiten, Thumbnails vorzubereiten, vielleicht auch mal irgendwo ein Video vorzubereiten, die Patreon-Seite zu pflegen, im Lichess-Team Turniere einzustellen. Und zusätzlich kommt noch 1 Stunde pro Tag im Schnitt mit Schach, in denen ich Studien vorbereite, Partien analysiere, selber auch mal spiele. Das ist so ungefähr. Also 1 Stunde YouTube, 1 Stunde Schach, und das vermischt sich natürlich auch. Aber dann sind es durchaus 2 Stunden pro Tag. King Hüso fragt: Hast du eigentlich bestimmte Ziele im Schach? Zum Beispiel einen bestimmten Titel in einer bestimmten Zeit zu erreichen oder so? Ich habe Ziele im Schach. Das hier ist mein DWZ-Verlauf zum Beispiel. Die blaue Linie ist die DWZ, wie sie sich entwickelt hat. Und ich spiele ja schon sehr, sehr lange Schach, aber nicht in einem Schachverein. Ich bin erst die letzten Jahre in einen Schachverein eingetreten, um zu schauen, welches Level kann ich erreichen. Und angefangen habe ich hier Anfang 2017, glaube ich, das ist die erste DWZ-Auswertung, 1451, und inzwischen bin ich bei 1772. Das ist jetzt okay, es ist okay. Wenn ihr da die gelbe Linie seht, das sind die Leistungen in den Turnieren. Und da habe ich tatsächlich auch schon Turniere mit einer Leistung von über 2000 gehabt, oder hier 1900. Bei Jugendlichen sagt man so, die können pro Jahr ungefähr 100 DWZ-Punkte dazu gewinnen. Und dann sollte vielleicht so ein 10-Jähriger 1000 haben, 11-Jähriger 1100 DWZ. So, das ist so ungefähr, was man sagt. Das ist für einen Erwachsenen ein bisschen schwieriger. 50 Punkte pro Jahr sind schon hart, vor allen Dingen, wenn es mal längere Zeit keine Turniere gibt oder wenn man hauptsächlich YouTube-Videos macht. Mein Ziel ist, ich möchte jetzt nächstes Jahr die 1800 knacken, möchte mich im Jahr drauf dort etablieren und perspektivisch in den nächsten 4 Jahren die 2000 angreifen. Also das ist mein Ziel. Ich möchte 2000er werden. DWZ Elo. Das darf man nicht verwechseln mit Lichess. Also auf Lichess bin ich ja schon ein 2000er oder 2100er, aber als DWZ eben 1770. Da ist also noch ein bisschen Weg zu gehen. Aber das ist so mein Ziel, das ich habe. Ich bin realistisch genug, dass ich sage, ich bin so alt, dass es schwer werden wird, wirklich einen Titel zu gewinnen. Es gibt Föderationen, es gibt Länder, da gibt es noch die nationalen Meister. Das ist aber auch schon Elo 2200. In Deutschland ist der erste Titel FM 2300 Elo. Dann IM 24, GM 25. Also das ist schwierig und das brauche ich mir auch nicht als Ziel zu setzen.
weil dann müsste ich so viel Zeit dort rein investieren, um irgendeine Chance zu haben, vielleicht mal irgendwo an die 2-3 ranzukommen. Will man dafür alles, was man an schönen Sachen im Leben macht und genießt, aufgeben? Aber diese 2000, also so diese 300 Punkte, das habe ich schon noch im Blick, dass ich die noch schaffen möchte. Und wenn ich hier die Leistung sehe zum Teil in Turnieren, habe ich das Potenzial dafür. Aber einen Titel eher nicht. Das überlasse ich dir, King Hüso. So, HD, JHDSH. Du glänzt durch deinen Content und die Turniere. Vielleicht mal wieder eigene Partien analysieren. Ich habe schon viele Partien von mir analysiert. Ich habe zum Beispiel das 3000 Apo Special, meine drei schlechtesten Partien analysiert. Ich kann das ja hier gerne mal so verlinken. Zukünftig werde ich durchaus öfters auch eigene Partien zeigen, weil es geht mir ja bei den Partieanalysen darum, typische Motive zu zeigen und zu erklären. Und wenn ich so eine Partie habe, die nicht von mir ist, dann muss ich mich dort ja erst reindenken. Was wollte der? Was war der Plan? Bei eigenen Partien weiß ich das und das macht mir das leichter, das zu präsentieren, das zu zeigen, weil ich mir diese Phase spare, erstmal kapieren zu wollen, worum geht es in der Partie. Deshalb werde ich durchaus jetzt häufiger mal eigene Partien auch einstreuen. Nicht für dich, aber auch für dich. So, der Jonathan fragt, ist Schach ein Sport? Sport als Begriff und als Freizeitbeschäftigung gibt es ja eigentlich so noch gar nicht. Es gab zwar schon irgendwie so Wettkämpfe, Olympia und sowas, aber als Beschäftigung Sport gab es nicht. Es gab eher Turnen. Turnen gab es schon, aber nicht Sport. Sport kam später und Sport ist immer definiert durch eine körperliche Betätigung. Natürlich ein Formel-1-Fahrer oder irgend so ein Autorennfahrer. Der muss sich verdammt anstrengen und schwitzt ordentlich in seinem Auto. Aber wenn er 300 km/h laufen müsste, dann wäre das anstrengender. Also ist eigentlich auch, sagen wir mal, was ist da der Sport? Dart, Luftgewehr, sonst was. Ist das jetzt so die körperliche Betätigung, die Sport definiert? Ist Schach anstrengend? Ja, Schach ist anstrengend, aber ist das jetzt wirklich eine körperliche Betätigung? Es ist schwierig. Ich habe eine etwas andere Definition von Sport und die teilen auch viele, dass Sport, dass man im Grunde, dass Sport mehr so eine Eigenschaft ist, dass man alles, was man wettkampfmäßig betreiben kann, auch als Sport angesehen wird. Man kann also Schach nicht nur als Hobby oder als Spiel betreiben, sondern man kann es auch wettkampfmäßig betreiben und dann wird es auch zu einem Sport. Ich habe hier noch so ein Zitat von Morozewicz, der hat gesagt, Schach ist ein Sport, ein Kampf um Ergebnisse, ein Kampf um Preise. Die Diskussion, ob Schach Wissenschaft oder Kunst ist, die trifft schon gar nicht mehr zu. Der Zweck des modernen Schaches ist, Ergebnisse zu erzielen. Das heißt, dieser Wettkampfcharakter. Ich kann Schach als Sport betreiben. Und wenn ich Turniere spiele, dann ist das auch ein Sport. Wenn ich so Schach spiele, ist es ein Hobby, ist es manchmal vielleicht auch so ein bisschen Wissenschaft, Kunst, wie auch immer. Man kann es aber auch als Sport betreiben. Und für mich ist dieser ganze Bereich, aber Anfänger, Fortgeschrittene, alle, die das so zum Spaß und hobbymäßig machen, da würde ich es jetzt nicht als Sport bezeichnen, das ist wirklich einfach eine Freizeitbeschäftigung, ein Spiel. Aber wenn jemand wirklich es vereinsmäßig betreibt, Turniere spielt, dann ist es ein Sport. Serigier, wenn du statt Schach einen körperlichen Wettkampf körperlicher Rennen, Wettkampfsport betreiben müsstest, was wäre es? Schachboxen gilt als andere Sportart. Ich habe früher alle
Mannschaftssportarten geliebt, Ballsportarten geliebt, habe auch alle Ballsportarten mal irgendwann ausprobiert. Spiele auch gerne Bowling, Dart, Billard, was auch immer. Ich muss mir hier aber nichts aus den Fingern saugen, sondern ich betreibe einen anderen Sport auch wettkampfmäßig. Ich fahre tatsächlich Rennrad. Ich fahre so 5.000 bis 8.000 Kilometer im Jahr. Ist natürlich je nach Situation unterschiedlich. Und einmal im Jahr nehme ich an einem 24-Stunden-Rennen teil. Da geht es darum, da fährt man eine Rundstrecke, die ist dann so 28 Kilometer lang. Und dann geht es darum, es geht morgens um 10 Uhr los, über den Tag, über die Nacht bis zum nächsten Morgen um 10. Und wer schafft in der Zeit am meisten Runden? Und mein Rekord, mein persönlicher Rekord war 392 Kilometer. Das war, glaube ich, so mein Rekord, den ich geschafft habe. Damit war ich immer unter ferner Liefen. Also da sind viele andere viel ambitionierter und stärker. Also die Sieger haben da so, fahren 700 Kilometer in 24 Stunden. Also ich bin da immer weit, weit hinten. Nur wenn das Wetter schlecht ist und stürmisch und regnet, dann bin ich mal vielleicht weiter oben, weil dann viele irgendwie nach 12 Stunden aufhören und ich dann immer noch weiterfahre. Man kann da Pausen machen, so viel man will. Es kommt eben bloß darauf an, wie viele Runden schafft man. Und kann ich euch mal ein Foto zeigen, wie das denn so aussieht. Also so sieht es denn zum Beispiel aus, wenn ich da rumrade. Oder so. Und ich bin also so irgendwo 5.000 bis 8.000 Kilometer im Jahr. Ein ambitionierter Amateur wäre irgendwo bei 12.000 bis 15.000 Kilometern, die er im Jahr fährt. Ein Profi über 20.000. Das wäre also etwas, was ich betreiben könnte als Wettkampfsport, wenn ich wollte. Mache es hauptsächlich als Ausgleich. Ich habe eben einmal Schach, wo man eben so mehr geistig sich betätigt und zum Ausgleich körperlich dazu habe ich eben Fahrradfahren. Aber ich fahre auch nicht diese 8.000 Kilometer alleine mit dem Rennrad, sondern ich fahre dann eben auch täglich so mit dem Trekkingrad. Septenien, ich habe gerade wenig Zeit zum Schachspielen und ich denke mal, das geht jedem hin und wieder so. Wie hast du es geschafft, in solchen Zeiten dein Level möglichst hoch zu halten? Ich habe das Gefühl, wenn ich nicht re aktiv relativ viel spiele, gehen die Fähigkeiten schnell flöten. Stimmt gar nicht so. Also natürlich habe ich auch Phasen, wo ich nicht viel gespielt habe, aber was ich versuche regelmäßig zu machen, ist einfach mich mit Schach zu beschäftigen. Und das ist eben auch, dass man einfach mal schaut, okay, da ist gerade eine Schach-WM, gucke ich mir die Partie an. Das ist aber auch so, dass man einfach, Sport ist so ein Muskel, den muss man auch trainieren. Und dazu braucht man nicht jeden Tag 20 Partien, dazu reicht eben auch, wenn ich einfach mal jeden Tag 5 Minuten Taktikaufgaben mache und 5 Minuten Matheaufgaben mache. Und ich habe dann wirklich auf dem Handy meine Rätsel-App und da mache ich dann, wenn ich keine Zeit habe oder unterwegs bin, und irgendwo sitze und warte, mache ich dann eben auch einfach mal ein paar Taktikaufgaben, ein paar Matheaufgaben. Und einfach nur, wenn man sich dadurch regelmäßig beschäftigt, hält man auch sein Level. Man merkt es schon, wenn man sich viel Partieanalysen macht und dann irgendwo merkt man, wie das Level anzieht. Und wenn man dann aufhört und nichts mehr macht, dass es runtergeht. Also macht nicht 1000 Aufgaben auf einmal oder 100 Partieanalysen auf einmal. Verteilt ist, wenn ihr nicht so viel Zeit habt, nutzt die Möglichkeiten mit Apps und sonst was, dass ihr dann einfach zwischendurch mal eine Partie macht, gegen den Computer, online, gegen jemand anderen, oder dass ihr zumindest regelmäßig immer ein paar Aufgaben macht. Das hilft schon und dann bleibt ihr auch auf dem Level, selbst wenn ihr wenig spielt. Natürlich fehlt euch die Praxis, aber wenn ihr dann wieder spielt, kommt diese Praxis sehr schnell. Habt ihr 10, 20 Spiele, passt wieder. Also wir hatten jetzt ja zum Beispiel 2 Jahre keine Turniere und dann macht man 2 Turniere und dann ist man wieder im Trott. Also die Praxis kommt dann auch wieder zurück. Und dann noch eine andere Frage? Nein, das war die Frage. Baureihe 218 Freak.
Mich würde mal interessieren, wie verschiedene Spieler eine wichtige Wettkampfpartie mental angehen. Und dann hat jeder auch mal eine Phase, wo es ihm mental nicht so gut geht. Dann wäre es interessant, wie man dann trotzdem das Beste daraus machen kann. Etwa weil man trotz des Durchhängers spielen will, weil sonst zu einem bestimmten Termin nicht genug Mannschaftsspieler da sind. Wie gehst du mental wichtige Wettkampfpartien an? Wie machst du das Beste daraus, wenn du in einer schlechten Phase trotzdem für die Mannschaft spielen musst? Ich war, glaube ich, 2 Jahre in der Liga ungeschlagen, habe aber auch an den hinteren Brettern irgendwo gespielt. Dann ging es hoch in die Bezirksliga. Ich bin Bretter auch nach vorne gerutscht, weil andere gerne weiter hinten spielen wollten. Und habe dann, glaube ich, 4, 5 Spiele nur auf den Deckel gekriegt und verloren. Das nervt, das enttäuscht dann auch, weil man ja sozusagen die Mannschaft enttäuscht. Das ist nicht schön, das Gefühl ist auch nicht schön. Man muss seine Einstellung ändern. Man muss eben sagen, jede Partie und die Analyse der Partie bringt einen weiter. Es ist einfach ein Weg, den man geht, und jede Partie hilft einem, bringt einen weiter. Und dazu zählen eben auch die Niederlagen. Aus den Niederlagen kann man auch viel mehr lernen, weil sich dort typische Fehler von einem zeigen. Deshalb muss man positiv sein, dass man sagt, ich habe so eine Partie, auch wenn mich das nervt, weil daraus kann ich was lernen. Wenn ich irgendwo, weil der Gegner eine Figur einstellt, locker gewinne, was habe ich davon? Ein gutes Gefühl, aber es bringt mich nicht weiter. Ich versuche mich möglichst zu strukturieren. Ich versuche mir meine Öffnung nochmal anzuschauen, klare Ideen zu fassen und mich nicht mit tausenden Sachen zu belasten, dass ich dann wirklich das zu kompliziert mache. Denn wenn ihr zu viel lernt, verwirrt ihr euch es auch selber und geht erstmal runter in der Leistung. Erstmal wieder so Kopf freikriegen, grundlegende Sachen wiederholen in der Öffnung, dass man Sicherheit hat und dann einfach reingehen und spielen. Sein Bestes geben und positiv auch schlechte Ergebnisse angehen. Da wirklich positiv bleiben und solche Phasen sind ja ganz, ganz normal. Hilbert 2547. Wie hat man vor 100 Jahren ohne Computer den besten Zug gefunden? Diskussion in der Gruppe. Na super, ist die Antwort gleich drin. Ja, es war tatsächlich so. Es gab Schachschulen. Früher haben Länder durch ihr Training und durch ihre Schachgruppen die Schachwelt geprägt. Es gab dann sozusagen da Deutschland, hat England, hat Frankreich davor, hat die russische Schachschule Schach geprägt im 20. Jahrhundert. Und das kam dadurch, dass es wirklich Gruppen gab, Vereine gab, Zusammenschlüsse, wo die Leute zusammensaßen, analysiert haben zusammen. Und es gab auch einen Austausch. Dieser Austausch war viel langsamer als heute. Der ging nämlich über Publikation. Man hat Artikel geschrieben, Leute haben auf die Artikel geantwortet, man hat Bücher geschrieben. Also es war eine andere Taktfrequenz als heute, aber so fand eine Diskussion statt, international und eben in ihren Bereichen. Es gab die Berliner Schachgesellschaft, ganz berühmte, die auch viel publiziert haben, Schachzeitschrift gegründet haben. Es gab viele Eröffnungen, sind zum Beispiel auch Leningrader Variante, weil das eben gerade von Spielern aus Leningrad gespielt wurde. Und da ist es ein großer Vorteil gewesen, wenn man in einer Region war, wo es viele Spieler gab. Ein Nimzowitsch hatte zum Beispiel in der Jugend und sogar keinen Spieler in seinem Niveau, der ihn weiterbringen könnte, hätte können. Und da sind dann eben auch die Länder bevorzugt gewesen, wo es viele starke Schachspieler gab, wie dann zum Beispiel in Russland. Und das hat sich erst in der Neuzeit aufgelöst, dass das nicht mehr so ist. Heutzutage hat jeder Zugriff auf alle Informationen, Partien, man kann immer Spielgegner finden auf Lichess und auf anderen Portalen in der eigenen Spielstärke. Man hat alle Datenbanken zur Verfügung. Man hat YouTube-Videos und alles. Es hat sich viel geändert, aber früher war das wirklich ganz viel noch Expertentum. Ein Wort von einem Aljechin oder so hat Gewicht gehabt. Und war es besser, war es schlechter? Das wurde nicht gefragt. Tunktoll. Mich würde die englische Öffnung und das Mittelspiel interessieren. Wie gesagt, es ist FAQ, es ist nicht, dass man Video wünschen kann. Ich formuliere es also um.
Raphael, was hältst du von der englischen Öffnung und planst du ein Video übers Mittelspiel? Englische Öffnung. C4. Kann zum Beispiel ganz oft in solche Symmetrievariante enden. Und das habe ich schon mal gezeigt. Und ich halte von Englisch halte ich sehr viel, auch wenn ich selber nicht wirklich spiele, halte ich davon sehr viel, weil es eben sehr flexibel ist. Und es gibt verschiedene Pläne. Man kann es strategisch spielen, ein bisschen mit Ort wenig Bauerndreieck, so ein bisschen Stonewall-mäßig. Man kann es auch aggro-mäßig spielen. Mit Bauernsturm und so. Also Englisch ist toll. Ich habe in Videos noch kein explizites Eröffnungsvideo Englisch. Ich habe aber ein Video. Ich habe eine Partieanalyse. Da habe ich zu Englisch was gesagt. Das verlinke ich hier auch dann kannst du es dir mal anschauen. Und planst du ein Video übers Mittelspiel? Also direkt übers Mittelspiel kann man so nicht was so einfach drehen. Aber jede Partieanalyse, jedes Eröffnungsvideo hat immer die Ideen mit zum Mittelspiel, die gebe ich auch mit. Das heißt, eigentlich in jeder Partieanalyse, in jedem Eröffnungsvideo kommt auch immer Mittelspielideen mit. Und ich habe ein Video explizit gemacht, Planfindung und die Ideen entwickeln, das verlinke ich hier auch, dann kannst du das anschauen. Also hast du vielleicht übersehen, ist aber auch nicht so leicht, diese Videos zu finden. Aber es sind natürlich auch teilweise dann schwierige Themen zu vermitteln. Eröffnungen sind leichter, Endspiele sind auch leichter, Mittelspiel sind oft schwieriger. Ich werde hier auch sicherlich mal ein Buch vorstellen, das sich mehr mit dem Mittelspiel beschäftigt. Und wie gesagt, hört immer mal zwischen den Tönen. Mittelspiel kommt in jedem Video vor. Bauernstrukturen, Bauernvorstöße. Also keine Angst, dass hier was vergessen wird. Es wird bloß vielleicht nicht so nach vorne gestellt, das ist jetzt ein Mittelspielvideo, sondern es kommt einfach in den anderen Videos mit vor. Andreas. Hallo Raphael, mein Videowunsch wäre, ich sag mal, mein Videowunsch wäre, ich sag es mal mit einem schönen Schlagwort, wie man cool bleibt. Mir geht es um Folgendes. Ich kenne mein System, ich kenne die häufigsten Antworten, aber manchmal ziehen die Gegner bloß Bauern. Und dann denke ich zu lange, verliere Zeit und verliere Nachzeit. Ich kenne die Öffnungsregeln, wie man entwickelt, aber trotzdem komme ich ins Stottern, wenn der andere bloß Bauern zieht. Gerade Anfänger haben dort mit Probleme. Kannst du mir dort helfen? Auch lustig. Ich möchte nämlich nicht so enden, dass ich es selber denn so mache und nur noch Bauern ziehe. Ja, das ist so ein Hauptproblem und Hauptfehler, dass viele nur Bauern ziehen. Ich hatte mal eine Partie gesehen, da spielte mein Sohn, das war ein Schnellschachturnier, da war noch recht jung und er hatte Weiß und die Partie ging folgendermaßen. Hier war mein Sohn war schon sehr irritiert. Und das Lustige war, jetzt ging es so weiter. Ja, was gibt's noch? Es gibt ja auch sowas wie Aljechin-Verteidigung. Sowas vielleicht. Oder hier so. Was ist der Sinn davon? Was soll das? Erstmal, du solltest dir keinen Kopf machen. Mach dir keinen Kopf, wenn du jetzt irgendwie in Blitzpartien und Bulletpartien nach Zeit verlierst. Wen interessiert das? Das hat nichts mit deiner Schachentwicklung, mit deinem Schachverständnis zu tun. Da bist du eben einfach zu langsam. Und das ist eine Übungssache. Das ist auch eine Erfahrungssache. Es wird im Schach und auch im Turnierschach so oft passieren, dass was irgendein Gegner da ist, der plötzlich ein Baguette rausholt und das Brett vollkrümmelt.
Hatte ich zum Beispiel schon. Oder genüsslich Apfel knuspert oder sowas. Es werden immer solche Sachen passieren, die euch irritieren, und das ist eben Erfahrung, dass man damit lernt umzugehen. Man muss das mal erfahren haben, erst dann wird es besser. Und erst dann weiß man, wie man damit umgeht. Und es gibt auch wirklich richtige Öffnungen, also nur Bauern zu ziehen, das sind eben so Tricks. Was es auch gibt, ist, dass einer immer das macht. Aber was hat er jetzt davon? Ihr habt einfach eure Figuren entwickelt und er nicht. Ihr entwickelt einfach optimal eure Figuren, macht die Rochade, bringt die Türme in die Mitte, und sobald, und er bleibt dann ja vielleicht auch in der Mitte, und sobald ihr entwickelt habt, fangt ihr an, Linien aufzumachen für eure Figuren. Also das ist so einfach. Also dieser Entwicklungsvorsprung ist ein riesiger Vorteil. Und gerade hier so in der Eljechin-Verteidigung, da geht es eben darum, den anderen zu provozieren, Bauern zu ziehen, damit man denn diese Bauern angreifen kann. Der hat sozusagen seine Bauern überexpandiert und kann sie dann nicht mehr richtig verteidigen, weil er sozusagen auf eurem Gebiet ist und ihr könnt sie dort unter Feuer nehmen mit den Figuren und angreifen. Und das müsst ihr eben immer zusehen, dass ihr schaut nach so einem Bauerndurchbruch, wo ihr eine Linie dann auch aufmachen könnt. Wenn ihr es zulasst, dass er euch völlig einschnürt, da habt ihr ein Problem. Also ihr müsst immer irgendwann sagen, okay, wo habe ich den Vorstoß, dass ich diese Bauernstruktur wirklich angreifen kann. Oder wenn ich sowas wie Französisch spiele. Wenn ich jetzt hier nichts tue, dann habe ich ein Problem, weil ich dann hier massiv unter Druck komme und überrannt werde. Das heißt, man muss rechtzeitig eben sehen, dass man sagt, okay, was ist die Idee? Ich muss irgendwo diese Bauernstruktur angreifen. Ich muss angreifen. Ich muss angreifen. Also mit mehr Erfahrung, mit mehr Spielen, wenn du öfters diese Situation hast, kriegst du das auf der Reihe, Andreas. So, der Robert. Vielleicht magst du etwas zu deinem Team Ich lerne Schach bei Lichess erzählen. Welche Möglichkeiten gibt es? Wie kann man eventuell mal eine Partie gegen ein anderes Mitglied spielen? Robert, schau in die Lichess-Playlist, schau in die Zuschauerturniere, in die Videos, dort erkläre ich es. Ich verlinke hier auch ein Video. Ich habe neulich ein Video gemacht, da habe ich extra erklärt, was für Möglichkeiten das alles im Lichess-Team geht. Das findet ihr unter Gemeinschaft Teams, und dann sucht ihr einfach nach, unter alle Teams, nach www.ich zum Beispiel, dann findet ihr schon das Team, geht drauf, sagt teilnehmen, ich gebe euch frei. Und dann habt ihr hier ein Forum, da könnt ihr was reinschreiben. Ihr seht hier links eine Teilnehmerliste, da könnt ihr draufklicken auf die Leute und die direkt anschreiben und fragen, möchtest du spielen? Wir spielen regelmäßig Turniere, Schnellschachturniere, Blitzturniere. Dort seht ihr, wer ist da, da gibt es einen Chat, dann könnt ihr euch unterhalten und austauschen. Und das ist viel besser, weil man hier so Leute denn hat, die man kennt. Es gibt verschiedene Spielstärken, und dann findet ihr das. Ich verlinke das Video hier nochmal, da habe ich es ein bisschen ausführlicher gezeigt. Christian Schwa, hättest du ein Interesse daran, mal ein Community-Treffen stattfinden zu lassen? Ich bin mir sicher, dass Interesse seitens deiner Community besteht und sich das Treffen doch in einen moderaten Rahmen bewegen wird. Wenn du zu lange damit wartest, muss man bald schon eine Halle mieten. Das ist die letzte Frage, die ich bekommen habe, und das ist eine schöne Frage, weil es ist nicht so, dass ich da schon konkret was plane, aber dass ich das definitiv machen werde. Also erstmal habe ich schon einige Leute aus der Community tatsächlich getroffen bei Turnieren. Also beim letzten Turnier kamen 5 Leute tatsächlich auf mich zu und haben gesagt, hallo, bist du der Raphael? Ich habe gesagt, ja, klar. 2 Jugendliche, 3 Erwachsene, also es war sehr nett. Und ich bin auch niemandem böse, also sagt gerne,
gerne Hallo, also nicht gerade, wenn ich am Brett sitze und spiele und auch nicht auf dem Klo, aber ansonsten sag gerne Hallo, freue ich mich sehr. Ich plane tatsächlich sowas und da wir Schachspieler sind, würde ich das als Turnier machen. Das heißt, da würde ich mir einen besonderen Anlass suchen, irgendwo in der Zukunft. Sowas wie zum Beispiel 10.000 Abonnenten, wenn man davon träumen darf. Das wäre für mich ein Anlass, wirklich einzuladen. Und da würde ich auch eine Halle mieten. Also da würden wir dann ein richtiges Turnier spielen, mit DWZ-Auswertung, vielleicht ein Schnellschach dazu, wie auch immer. Irgendein Wochenende, vielleicht auch über 2 Tage. Und das plane ich tatsächlich, so eine Art Community-Turnier hier in Stuttgart. Ist natürlich dann für nicht jeden so leicht zu erreichen, aber ich würde es auch rechtzeitig ankündigen, wenn wir soweit sind. Aber das würde ich wirklich so als besonderes Highlight irgendwo mal einplanen. Dann vielleicht auch mit einem Simultan oder vielleicht irgendein Titelträger, der irgendeinen Vortrag noch hält, oder irgendein Thema erklärt, irgendwas, sowas. Also da würden wir schon richtig einen raushauen. Mit heißem Tee und Keksen und allem, was dazugehört. Oh. Entschuldigung, Magen grummelt. Also das werden wir auf jeden Fall machen. Chris, und ich hoffe, dass du dann auch dabei bist. Gut, damit sind wir durch. Einige Fragen, einige interessante Fragen. Ein paar konnte ich, glaube ich, ganz gut beantworten, andere vielleicht nicht ganz zufriedenstellend. Ich werde die entsprechenden Videos, muss ich ja nicht nochmal erklären, nochmal raussuchen und das findet ihr dann so als Infokarten, packe ich dazu und dann machen wir irgendwann bestimmt auch mal wieder eine FAQ. Und wenn ihr auch selber Fragen habt, dafür sind die Kommentare da. Ich freue mich über jeden Kommentar, ich lese jeden Kommentar, ich versuche jeden Kommentar zu beantworten. Im LeeChess-Team, auf LeeChess kann man mich auch anschreiben und fragen. Auf der Webseite übers Kontaktformular oder im Impressum steht die E-Mail. Kontaktformular kann man eingeben, kann man anschreiben. Auf der Patreon-Seite von mir kann man mich anschreiben. Also scheut euch nicht. Ich freue mich über jede Anregung, über jedes Feedback, über jede Frage. Und wenn es mich nervt oder die Frage blöd ist, sage ich es auch. Also ihr habt keine Angst, fragt einfach. Ich bin euch da nicht böse. Bis zur nächsten FAQ. Tschüss.